Ich hatte vor kurzem die Chance, PGA Pro James Lockrose zu interviewen, was mich extrem gefreut hat, weil James nur mit einer Handvoll Amateuren zusammenarbeitet. Der Rest seiner Schüler sind alles Profispieler. Und er hat mir verraten, gut, er hat mir viele Sachen verraten, aber unter anderem hat er mir verraten, dass seine Spieler und er viel Wert auf Dreischläger legen. You know, I have three clubs that I want players to work with. Yeah. And if they're not working on that great triumvirate that I call, they're pretty much wasting their time. So I see far too many players wasting their time hitting iron shots. Okay. And I don't care how good their iron shot, if they don't putt well, if they don't drive well, and they're not great with a lofted club, they'll never score well. So if they flush their iron shot to 10 feet every single time, yeah, and still miss the putt, then they're never going to score well. And I see far too many players just hitting their mid irons, they're hitting their, you know, all these kind of irons that they're just, it's not practical, it doesn't influence their score. So even if they improve it, the overall outcome of their score is not being changed. Zum einen den Driver, ein Wedge, dein Lieblingswedge, irgendein Wedge und der Putter. Und der Grund dahinter ist relativ simpel. Wir müssen den Ball ins Spiel bringen, wir müssen uns retten können, wenn wir den Grün mal verfehlen mit dem Wedge, und wir müssen auf jeden Fall, wir müssen Bälle einlochen, um scoren zu können. Mit dem Putten habe ich mich vor kurzem beschäftigt. Das Video verlinke ich dir unter diesem Video. Der Driver, der kommt noch. Bleibt noch ein Schläger von James seinen drei Schlägern übrig. Und das ist eins der Wedges, dein Lieblingswedge. Und dafür möchte ich dir eine Übung vorstellen, die extrem einfach aufgebaut ist. Und zwar alles, was du dazu brauchst, ist ein Entfernungsmesser. Alternativ kannst du die Strecken natürlich auch ablaufen, abschreiten, und du brauchst fünf Gegenstände, irgendwas, was auch aus der Distanz so ein bisschen markant ist und auffällt. Wenn du die Übung auf der Range oder auf dem Pitching Grün durchmachen willst, dann Ballkörbe sind perfekt dazu, solange du sie wieder zurückbringst. Oder so wie bei uns jetzt, wir nehmen Alignmentstäbe und Schlägerhauben. Den ersten Eimer oder den ersten Flickstick, den steckst du bei 20 Metern, den zweiten bei 30, dann bei 40. Bei 50 und bei 60 in den Boden, also insgesamt 5 Stück. Und jetzt geht es darum, du fängst beim ersten an. Und wenn du es geschafft hast, den ersten Ball, beziehungsweise wenn du es geschafft hast, einen Ball im 2 Meter Umkreis von diesem ersten Eimer oder Stick hinzupitchen, landen zu lassen, dann gehst du zum nächsten weiter. Ich weiß, das ist nicht der innovativste Aufbau, nicht der innovativste Ablauf, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie kompliziert oder einfach was ist. Denn es geht um Ergebnisse, und wann kriegen wir Ergebnisse? Ergebnisse kriegen wir dann, wenn wir was häufig tun, und es sind oft die einfachen Dinge, die einfach aufgebauten Übungen, die wir einfach häufig tun. Mit der Übung trainieren wir unsere Distanzkontrolle, wir bekommen ein Gefühl für verschiedene Schwunggrößen und verschiedene Schwunggeschwindigkeiten, und wir pitchen, vor allem, wir pitchen nicht einfach drauf los, und das ist echt wichtig. Wir haben so ein Ziel, wenn wir trainieren. Die Distanzkontrolle, je kürzer der Schlag wird, desto wichtiger finde ich die Distanzkontrolle. Und desto eher, finde ich, kann man auch die Richtungskontrolle mal vernachlässigen. Das Putten ist hier vielleicht eine Ausnahme, aber wenn du mal überlegst, wann verlieren wir den Ball, wann kassieren wir Strafschläge, die kassieren wir eher dann, wenn wir einen Driver in der Hand haben oder ein Holz. Ja, also noch nie jemanden gesehen, der seinen Sandwedge aus 50 Metern so aus der Richtung gepitcht hat, dass er dann Strafschläge kassiert hat. Ich habe aber schon Leute gesehen, und mich eingeschlossen, die den Ball 10 Meter zu kurz oder 10 Meter zu lang gepitcht haben aus 50 Metern. Ich weiß, wir spielen Golf und nicht Tennis, und es geht letztendlich darum, wo der Ball zur Ruhe kommt und nicht da, wo er aufkommt. Ich finde es aber extrem wichtig, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir tatsächlich immer in der Hand haben. Und so davon ausgegangen, dass der Ball gut liegt, da haben wir den Landepunkt, den haben wir in der Hand. Wie weit wir den Ball fliegen lassen mit genug Aufwand, mit genug Training, da haben wir das ziemlich gut raus. Was der Ball dann macht, nachdem er aufgekommen ist, das haben wir nicht so. Das haben wir nicht 100% in der Hand. Das liegt am Grün, das liegt so ein bisschen am Gras, je nachdem, wie der Ball aufkommt. Und ich weiß, dass vor allem gute Spieler mir hier vielleicht widersprechen würden, weil sie sagen, okay, den Spin, den kann ich trotzdem beeinflussen. Ja, das stimmt. Aber wenn wir uns in dem Fall bei dieser Übung jetzt um die Distanzkontrolle und um den Landepunkt kümmern, dann heißt das, dass wir die Übung, die können wir eigentlich auch überall machen. Wir können die auch theoretisch im Garten aufbauen, und das macht die Übung sehr, sehr vielseitig und deshalb effektiv. Noch ganz kurz ein Wort zum Spin, den ich gerade eben angesprochen habe. Da möchte ich dir kurz zwei Tipps geben. Einmal, wenn du die Schlagfläche durch den Ball durch rotierst,
die Schlagfläche im Durchschwung schließt, dann rollt der Ball tendenziell ein bisschen mehr. Wenn du die Schlagfläche geöffnet durch den Ball durchbewegst, dann hat der eher tendenziell mehr Spin, wenn er aufkommt. Und wie kannst du das überprüfen? Das kannst du ganz einfach überprüfen, indem du deinen Schläger bzw. deine Kante, diese Leading Edge vorne, die vorderste Kante bei deinem Schläger anguckst. Wenn die ja schon fast parallel zum Boden ist und nach oben zeigt, dann hast du die Schlagfläche offen durch den Ball genommen. Wenn die im 90-Grad-Winkel zum Boden steht, dann hast du die Schlagfläche durch den Ball durchrotiert. In dem Fall kommt der Ball auf und rollt eher ein bisschen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit der Übung und viel Spaß beim Distanzkontrolle-Training. Ciao, ciao.